Also, ich weiß zwar nicht, wieso das Spiel jetzt übelste Performance-Probleme hat. Neuerdings, seit diesem Patch, ist alles kaputt. Also, funktioniert nicht wirklich alles im Moment. Warum mache ich das Feuer? Ja. Diese Lags dürften eigentlich nicht sein. Aber ich weiß auch nicht, wie ich die so wirklich beheben kann, denn ich habe immer noch dieselbe Grafik, wie ich schon vor was weiß ich wie vielen Folgen schon hatte. Ich hatte die immer. Ich hatte nie Probleme. Und mit diesem Patch ist alles versaut worden. Aber darüber kann man ja immer meckern. Ich meckere so ziemlich über jeden Patch. Seitdem die mit dem Patch eigentlich die Patches machen. Und ich meine jetzt die Patches als nicht mit DIE, sondern die mit DE Patches. Also aneinander. Dass die nicht hochpatchen, sondern runterpatchen, das Spiel. So meine ich das. Übrigens, wir sind hier in einem ganz tollen Gebiet, muss ich sagen, denn wir sind genau in dem Gebiet, wo die Kannibalen spawnen. Ist das nicht toll? Ich habe hier irgendwas mit Stronghold jetzt reingetan. Wahrscheinlich nicht das Spiel, wäre aber auch ein bisschen zu viel verlangt. Sobald die nicht wieder das Spiel besser machen, ist es eigentlich ziemlich unspielbar. Ich dachte, da stand einer. Ja, ich werde jetzt auch wieder das Feuer benutzen. Das hier braucht nämlich immer seine Zeit. Aber man hat halt den Vorrat. Wenn man also sich einen Vorrat aufbauen will, dann ist das besser. Aber wenn man direkt was essen will, ne? Und dann ist das hier besser. Dennoch muss ich mir mal Leben holen. Na, esst ja auch immer gerne Medizin einfach. Anstatt sie einzunehmen, ihr esst sie einfach auf. Ihr kaut richtig drauf rum, ne? Das kennt ihr doch bestimmt. So, ich habe mir eigentlich überlegt, ob ich jetzt die Typen hier einfach auf Ausstelle, Vegan Mode. Oder ob ich sie anlasse. Und da habe ich mich für Anlassen entschieden. Klar, sie sind nervig und so, aber die haben halt immer den gewissen Reiz ausgemacht des Spiels. Und generell haben wir sie schon lange nicht mehr gesehen, so ein bisschen. Wohl eigentlich schon. Die werden hier gleich wieder so verrückt rumlaufen. Also macht euch gefasst. Hier ist nämlich Kannibalengebiet. Und da weiß ich eigentlich nicht, was besser ist. Kannibalengebiet oder Stammesgebiet. Bei Stammesgebiet, da hat man eigentlich kaum Angst.
Kannibalen sind da schon ein bisschen anders. Die haben es halt drauf mit dem Erschrecken und so. Da. Na? Du hast es drauf, weißt du? Jedoch sind die nicht in großer Zahl hier anwesend, weshalb man sie eigentlich schnell besiegen kann. Und wirklich mutig sind die auch nicht. Jedenfalls die meisten nicht. Und stark, wie ihr seht, auch nicht. Aber das hatten wir ja schon mal geklärt. Ich habe Schritte gehört, aber das waren, glaube ich, meine. Das hört sich halt so an, als wenn da mehrere Schritte waren. Ja, das sieht authentisch aus. Würde ich so unterschreiben. So, solche Typen will ich natürlich nicht in der Nacht hier um mein Haus herum sehen. Vor allem, weil sie auch so ein bisschen gruselig sind. Und da kann man sich ruhig mal erschrecken oder so, wenn man einmal aus dem Haus geht, ne? Und dir dann so eine Fratze im Gesicht hängt. Da will ich eigentlich schon abgesichert gegen sein. Deswegen baue ich mir hier solche Fallen auf. Oh, hier ist noch so ein Teich. Sind hier auch Fische drin? Da hinten ist eine Biene. Oder sowas ähnliches. Und ein paar Typen sind hier in der Nähe. Da. Das sind Stammesangehörige. Eigentlich eine gute Nachricht, wenn die hier patrouillieren. Das beweist mir nämlich, dass ich hier schon mal eine Absicherung gegen die Kannibalen habe. Weil die Stammesangehörigen und Kannibalen sind, wie manche wissen, im Krieg. Jedoch sind beide Parteien gegen uns. Weshalb wir auch nicht wirklich sicher sind. Denn die könnten sich ja auch zusammenschließen. Nee, ich will noch nichts von dem Getrockneten essen. Ah, die kommen näher. Sieht auf jeden Fall so aus oder hört sich so an. Sehen tue ich davon ja nichts. Jedenfalls sehe ich noch keine hier. Und jetzt habe ich mir natürlich wehgetan an irgendwas, wo ich gar nicht wirklich dran geklickt habe. Ich hätte hier schon gern so einen Aussichtspunkt mal wieder. So, und die Typen werden wahrscheinlich wieder Späher schicken.
Noch konnte ja keiner wirklich von meiner Existenz erfahren. Kannibalen werden es sowieso nicht an weitere Kannibalen bringen, da die nicht wirklich einen Stamm haben. Kannibalen sind für sich alleine. Deswegen laufen sie auch alleine und nicht in Gruppen. Jedoch ist so ein Kannibale schon ein so ein bisschen größerer Gegner. Von der Wendigkeit her. Nicht von der Stärke. Von der Wendigkeit. Das haben wir irgendwann mal gesehen. Ich weiß nicht, was es war. Wann war denn das? War das? Nee, letzte Folge hatten wir die aus. Meine ich zumindest. Keine Ahnung. Wo sind denn die anderen Baumstücke hin? Na komm. Da. Hä? Sind die nicht nach da geflogen? Nach links? Total komisch. So, ich setze mich mal wieder richtig hin. Dann hoffen wir mal gleich, dass hier wirklich welche ankommen, sich mit uns anlegen wollen. Aber erst wenn wir auch fertig unsere Verteidigungsanlage hier aufgebaut haben, dann werden wir zwischen den Fallen Fackeln aufstellen, sodass man da auch nicht vorbeilaufen kann. Und so haben wir dann also eine gute Verteidigung schon mal aufgebaut. Also, so meine ich das. Da brauchen wir nicht. Also ich würde jedenfalls sagen, dass die sich da nicht reintrauen werden. Hier tun wir auch nochmal ein Feuer hin. Das sollte eigentlich genügen. Also wenn wir hier von Menschen ausgehen, natürlich. Sollte es genügen. Wenn wir aber von diesen komischen Kannibalen und den Stammesangehörigen hier ausgehen, dann die halten schon ein bisschen mehr aus als ein normaler Mensch. Aber das macht auch ein bisschen den Wald hier hässlich, wenn ich das baue. Aber wir müssen dieses Risiko eingehen, dass es hier hässlich werden kann. Von wo auch immer der Schrei jetzt kam. Ah, die hören wahrscheinlich, der dich die Bäume zerstöre. Ist da hinten einer? Ist das da ein Kopf oder ist das eine Pflanze? Und dort rechts? Sind das da auch Köpfe oder sind das wieder Pflanzen? Ich finde es doof, dass die Kannibalen nicht wirklich einen Schrei haben, ne? Die haben keinen Schrei, der die ankündigt. Wohingegen die Stammesmitglieder hier alle einen Schrei haben. Genau den.
werde ich nochmal das hier aufbauen. Das war auch das Richtige, ja. Muss halt nur wissen, wohin. Ich würde ja mal sagen, so. Und ja, ich habe mich sehr. Also, ich habe mich bewusst dafür entschieden, das so zu gestalten. Das Lager so ein bisschen. Bisschen mehr aufs Landliche. Nicht mehr so hochindustriell, super stark, übelst. Keine Ahnung, Explosion. Dass man mir überhaupt noch was kann, meine ich jetzt. Sonst habe ich ja immer die Lager hergestellt. Genau so, dass kein Mensch mir überhaupt noch was konnte. Dass ich schon zu imber war. Für die ganzen Typen. Jetzt lasse ich denen eine Chance. Ich bin nett. Hoffentlich bereue ich das nicht. Boah, jetzt habe ich irgendeinen Pilz gegessen. Ich weiß nicht, ob der gut war für mich. Ich weiß übrigens nicht mehr, wie man ablegt. Ach ja, C. Habe ich ganz vergessen. Ja. War der Baum hier schon immer? Genau in der Mitte meines Lagers. Ja, danke. Frag mich übrigens noch, ob das noch die Zeiten des Memes sind. Denn in letzter Zeit sind keine Memes mehr von mir gekommen. Das finde ich ja nicht mehr so toll. Hotzi, tu mal wieder was. Hotzi. Du guckst doch noch meine Videos, oder nicht? Gut, ich kann das eigentlich nicht von dir verlangen. Das wäre ziemlich, was weiß ich. Ja, da denke ich eigentlich nur an mich und dann würde ich ja so tun, als wenn du mir scheißegal wärst. Aber du bist mir nicht scheißegal. Das, was du machst, ist cool. Übrigens, tolle Taktik, wenn ihr Leute dazu bringen wollt, das zu tun, was ihr tun wollt. Einfach mal sagen, ja, ihr macht das schon toll. Nichts gegen dich, Rotzi. Nee. Aber da fällt mir wirklich ein Meme ein, den der vielleicht mal einbauen könnte, wie zum Beispiel, wenn ich hier in der Mitte stehe und dann steht er irgendwie so, das merken die nie. Oh, der hat's gemerkt. Ja, weißt du was, guck dir das mal an. Das ist mein Zuhause hier, guck dir das an. Guck's dir an, wie geil ist das. Guck mal. Eine Fackel. Oh, da muss man gleich mal im Kreis rumrennen wie so ein Gollum. Das ist so super toll. Nur 9,99. Bei Kick. Okay, fand er wahrscheinlich nicht so toll, weil es Kick war. Ne? Ist jetzt aber kein Grund, mich zu schlagen. Noch irgendwo ein Stein. Da. Na, Alter. Ach, was? Was, ey? Nicht durchdrehen.
Willst du auch ein, was weiß ich, ein Butterbrot oder so? Kannst gerne hier hinkommen, falls du hier reinkommst. Ich meine, da kommt man noch vorbei. Ja. Ja, so kann man das auch ausdrücken, wenn einer unter die Erde gebracht worden ist, ne? So, dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.